Eine glorreiche Vergangenheit im Rücken, eine neue Halle in absehbarer Zeit und die erste Playoff-Runde im Visier. Die Zweitliga-Basketballer der MLP Academics schwimmen mit ihrem Trainer Branislav Ignatovic nach der gerade abgeschlossenen Hauptrunde auf einer Erfolgswelle. Das war eine sehr, sehr ausgeglichene Saison. Jede Wochenende konnte jeder Gegner andere schlagen. Sehr ausgeglichen und dann mit 19 Siegen zweiter Platz zu belegen, ist natürlich ein sensationeller Erfolg für uns. Durch den klaren 87-66 Sieg über Phoenix Hagen am letzten Hauptrundenspieltag und der benötigten Schützenhilfe von Rostock und Tübingen war der zweite Platz perfekt. Dadurch bekommen es die Heidelberger im Viertelfinale mit Team Ehingen Urspring zu tun. Junge, sehr talentierte Truppe. Die Spieler, die dieses Jahr jetzt in Ehingen spielen, werden wahrscheinlich nächstes Jahr zu sehen sein bei besseren Mannschaften, vielleicht sogar in Klasse höher, einer oder andere Spieler, aber Chance ist da. Die legen viel Wert auf Offense, wir ein bisschen mehr auf Defense. Die sind sehr schnell, wir versuchen ein bisschen Struktur zu spielen und wird schon interessant sein, wie wir zum Schluss gegen so eine junge und athletische Mannschaft dann spielen. Ja. Das Wort Favorit nimmt Ignatovic mit Absicht nicht in den Mund. Vor der Viertelfinalserie möchte er keinen unnötigen Druck auf seine Mannschaft aufbauen. Was aber für die Academics spricht, mit Philipp Heiden, Chiron Eli oder Jaylene Smith haben sie erfahrene Spieler, die jederzeit Verantwortung übernehmen, wenn sie müssen. Das weiß auch der Trainer. Wir haben sehr gute Jungs, sehr gute Charaktere, die kommen auch in schweren Situationen nicht so leicht zu fallen. Wenn wir unseren Spielrhythmus haben, wenn Struktur das Spiel zustande kommt, wenn wir in die Verteidigung sich voll fokussieren und engagieren, dann sind wir für jede Mannschaft in der Liga wirklich schwer zu schlagen. Drei Siege benötigen die Heidelberger, um sich für das Halbfinale zu qualifizieren. Den ersten Schritt dafür können sie am Samstag um 19.30 Uhr im Olympiastützpunkt Heidelberg machen. Dieser wird auch noch in der Saison 19/20 die Heimspielstätte sein. Erst dann wird die neue Sporthalle an der Speyerer Straße das neue Zuhause der Academics. Doch das ist Zukunftsmusik. Was momentan zählt, sind die Playoffs. Wir sind sehr glücklich über die Playoffs, aber wir sind natürlich hungrig auf mehr. Das Ziel ist also klar, nach dem Viertelfinale soll noch lange nicht Schluss sein.